Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Europa Universalis 4. Und zwar, den Part habe ich total vergessen, wir haben es nach der Gamescom. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Schimmer mehr, was ich vorhatte, was wir vorhatten. Und was der aktuelle Stand ist. Also ich weiß, wir sind in Algerien einmarschiert, wir hatten hier eine ganze Menge eingenommen und haben uns dann am Ende entschieden, dass wir uns Beyaya unter den Nagel reißen. Missionieren können wir das leider momentan nicht. Wir können es auch gerade nicht zu einer Kernprovinz machen. Dazu fehlt uns die administrative Macht. Aber ich glaube, hier waren wir relativ weit. Ja, das ist bereits unsere Kernprovinz. Missionieren können wir es leider immer noch nicht. Und Oran ist gerade dabei, zu einer Kernprovinz zu werden. Also einfach mal eben einen Überblick verschaffen. Sechster Platz sind wir gerade sogar. Oh, wir sind gar nicht mal schlecht dabei. Also so rein vom... Von den Rängen her bekommen wir ganz gute Punkte dazu. Ich werde mal ganz kurz pausieren. Ich muss jetzt mal eben überlegen, was unsere nächsten Ziele sind. Wir schauen uns mal an, was wir gerade für eine Mission drin haben. Und zwar Hispanien absichern. Oran, das soll Oran zur Kernprovinz machen. Da sind wir gerade dabei, das passt also. Verteidiger des Glaubens, wir könnten uns den Titel kaufen. Dadurch würden wir mehr Papsteinfluss bekommen. Mehr jährliches Prestige. Ein zusätzlicher Missionar. Und ich meine, wir würden auch dadurch etwas bessere Missionare bekommen. Beziehungsweise das Missionieren würde, glaube ich, besser gehen, weil da unser Papsteinfluss mit berechnet wird. Ich bin gerade gar nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Tatsächlich nicht. Es würde sich natürlich lohnen, weil wir mehr Papsteinfluss bekommen würden. Und mit Papsteinfluss können wir uns Kardinäle kaufen. Und wenn wir den Heiligen Stuhl kontrollieren, hat das natürlich besondere Boni, die wir dann haben. Also hier seht ihr es. Diplomaten haben wir dann mehr. Stabilitätskosten sinken. Jährliches Prestige bekommen wir mehr. Zwei Berater, jährliches Papst, also zwei zusätzliche Berater, die wir einstellen können. Jährlicher Papsteinfluss würde nochmal weiter steigen. Und... Anführer ohne Unterhaltskosten haben wir nochmal einen zusätzlichen. Dazu noch ein paar diplomatische Möglichkeiten, die sich uns eröffnen würden. Aber leider, was heißt leider? Also das wäre ein langer Weg, bis wir da hinkommen. Dazu müssen wir uns erstmal Kardinäle kaufen und so weiter und so fort. Und unseren Papsteinfluss würden wir auch erhöhen, indem wir... Oh, die Kanarischen Inseln. Na, das machen wir doch mal. Schicken wir uns da mal einen Missionar hin. Was haben wir hier? 0,666 Monate, Insel Almeria. Insel Almeria? Wo sind, ist denn die Insel Almeria? Ist das die? Nö. Egal, wir schicken da auf jeden Fall einfach mal unseren, unseren Kollegen hin. Wo ist denn die Insel Almeria? So, was haben wir hier? Es sollte eine stabile Regierung geben. Ignoriert sie oder verlieren sie den Prestige? Das können wir uns absolut nicht leisten momentan. Das ist so mies. Ja, dann verlieren wir nochmal 50 administrative Macht. Das ist jetzt nicht so der Beinbruch. Almeria haben wir... Ich bin wirklich... stehe momentan wirklich auf dem Schlauch. Almeria haben wir die dazu bekommen? Weil hier haben wir sie nicht. Da sind natürlich die Kanarischen Inseln. Hm. Egal. Ach, hier ist Almeria. Warum sagt ihr denn dann Insel Almeria? Das ist pretty verwirrend. 1506 erst sind wir damit fertig. Ach so, ja, stimmt. Navarra konnten wir ja mittlerweile auch annektieren. Schauen wir mal, wie hier die Möglichkeiten sind. Ach, wir sind ja immer noch nicht mit denen in Personalunion. Was ich absolut nicht verstehe. Das dauert wirklich sehr lange momentan. Hm, schade drum. Sie sehen uns immer noch als Rivalen. Ja, das wird wahrscheinlich auch nicht. Girona wäre ein rechtmäßiger Teil unseres Reiches. Schade, das können wir nicht mehr behaupten. Warum denn das nicht mehr? Was soll das denn? Wie haben sie das denn hinbekommen? Die Schweine. Okay, na gut. Ansonsten, Portugal... Die waren in letzter Zeit etwas frech
Sind aber wieder relativ stabil. Ich glaube aber trotzdem. Haben wir von denen Tanger oder haben wir Tanger uns zuarbeiten können? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich verwechsel das gerade nämlich so ein bisschen mit meinem eigenen Spielstand. Da habe ich auch Spanien gespielt. Da bin ich, glaube ich, mittlerweile schon im Jahr 1600 oder so und habe in Amerika relativ viel schon gesiedelt. Und da habe ich Portugal nahezu platt gemacht, weil die sich da auch aufgemuckt haben und mich ständig beleidigt haben. Und da muss ich dann natürlich mal zeigen, wer hier der Chef im Ring ist. So, wir können uns einen neuen Berater einstellen. Wir sind nur bei 3+, also... administrative Technologie kostet minus 10%, den holen wir uns mal. Und ich bin gerade am überlegen... Der ist gerade mal 5. Was ist bei denen eigentlich momentan für ein Thronfolger? König Juan de Trastamara? Ich wollte es bei uns sehen. Hä? Wir sind mit denen aber noch nicht in Personalunion. Haben die einfach den gleichen Namen, oder was? Sehr interessant. Okay. Weiter geht's. Es hat mich gerade ein Stück verwirrt, dass sie beide den gleichen Namen hatten. Also unser Herrscher und der Herrscher von Aragon. Allein das ist doch schon ein Grund, dass wir ein Bündnis schließen. Ich bin wirklich hart am Überlegen, ob wir uns Defender of the Fate kaufen für 24 Monate. So, die Kanarischen Inseln sind jetzt in unseren Glauben übergetreten. Wir können es noch für 77 diplomatische Macht in unsere Kultur holen. Das würde bedeuten, wir haben einen höheren Steuermodifikator. Also die Mali sind dann weg. Lokale Revolte würde sich ändern. Und die Soldatenanzahl ist ein bisschen Stärke. Ich bin wirklich geneigt, das zu machen, weil wir hier eine ziemlich hohe... eine ziemlich hohe Revoltenchance haben, was aufgrund unserer nicht akzeptierten Kultur... Aktiver Missionar, der ist immer noch aktiv. Ne, jetzt sind wir aktiv, so. Durch religiöse Einheit, genau. Wir haben, glaube ich, dieses Gesetz verabschiedet. Der religiösen Einheit. Und deswegen haben wir, sind wir intoleranter gegenüber Heretiker und Sunni. Da, deswegen haben wir doch... Und Heretiker, hier oben ist es. Aber ich glaube, damit hat es gar nichts zu tun. So, ich bin wirklich stark am Überlegen, beziehungsweise bin mir eigentlich sicher, dass wir das mal machen werden. Es kostet uns 500. Wir sind jetzt Defender of the Faith, Verteidiger des Glaubens und bekommen dementsprechend Boni. Und der einzige Mali, den wir haben, sind 5% höhere Technologiekosten, was sich momentan nicht so krass auswirkt. Also hier haben wir, glaube ich, 50 Punkte mehr oder sowas, die es dann kostet. Das ist alles noch im vertretbaren Rahmen. Administrative Technologiekosten haben wir durch den Nachbarbonus und ihr seht ja die anderen Sachen, einen ziemlich hohen Minus, prozentualen Minusbereich, so. Ja. Diplomatische Technologie sind wir eigentlich auch ganz gut mit dabei. Das gleicht sich, naja, das gleicht sich nicht aus, sondern wir haben da immer noch minus 10% als Bonus durch die verschiedenen Events, die wir hatten. Bei der Militärtechnologie gleicht sich das aus, aber da sind wir auch sowieso relativ weit. Administrative Technologie hinken wir sehr stark hinterher, was mir ein bisschen sauer aufstößt. Deswegen bedeutet das, also da würde ich ganz gerne mal als nächstes irgendwie den Fokus drauf setzen. Wir sehen, die sind hier schon relativ weit, auf Rang 7 und Rang 6. Also wir sind echt Hinterwäldler, wenn, was das anbelangt. Haben da sehr wenig Punkte, was unter anderem auch an unseren... wirklich miserablen Herrscher lag, den wir davor hatten, der da 0-0-0 hatte, also wo wir pro Runde nichts bekommen haben. Ich würde ja Geld in einen besseren Berater investieren, wenn wir das könnten aktuell. Das können wir aber nicht. Weil den Armeeunterhalt können wir jetzt mal runterdrehen. Wir haben aktuell nichts großartig zu befürchten. Ich glaube, ich mache den ein bisschen höher. Falls doch irgendwo Revolten stattfinden, weil wir haben hier eine prozentuale Chance von jeweils 8% und hier sogar 10%. Von daher gucken wir uns mal an, wie der Handel läuft. 127 Handelseinfluss haben wir hier aktuell. Sind mit 50% hier ziemlich gut dabei. Hier haben wir relativ wenig und hier oben auch. Aber hier liegt das echt auch an der Überdehnung. Ich weiß nicht, warum es hier oben an der Überdehnung liegt und hier unten nicht.
Doch, hier haben wir auch Überdehnung. Okay, also die Überdehnung, die macht uns hier wirklich zu schaffen momentan. Hier haben wir sie nicht. Weil das wahrscheinlich nahezu komplett von uns eben hier durch die Kernprovinzen kontrolliert wird. Wir die wichtigen Provinzen haben. Ja, um ordentlich an den Provinzen und an den Handelsplätzen mit teilhaben zu können, braucht man eben auch wichtige Provinzen an den jeweiligen Umschlagplätzen. Das wären hier zum Beispiel unter anderem die Provence, die, glaube ich, einen sehr hohen Handelsfaktor hat. Basisgrundsteuerwert von 10, Handelseinfluss 15,5, da sieht man es. Das sind nicht ganz so viel, aber der Handelswert ist da auch nicht so hoch. Oh! Wenn man vom Teufel spricht, kämpfen sie gerade drum. Ich glaube, Girona? Nee, Girona hat auch nicht so einen hohen. Also Provence hat wirklich einen sehr hohen Handelswert dort. Und Liguria. Und hier unten bei Venedig natürlich. Venedig einen sehr hohen Wert. Das ist, glaube ich, die Haupthandelsprovinz des Umschlagplatzes. Ich glaube, das ist auch der Umschlagplatz Venedig. Und das ist der. Das ist der von Genua. Ja. Und hier ist es, glaube ich, tatsächlich sogar Tanga, oder? Ja. Tanga gehört jetzt aber uns. Oh ne, Andalusien hat auch einen sehr hohen Handelseinfluss. Interessant. Ich hätte jetzt gedacht, dass es hier irgendwie Gibraltar oder sowas noch wäre. Ganz interessant, wird aber vermutlich auch an den Waren unter anderem liegen. Die haben dann auch mal einen bestimmten Handelswert und Handelseinfluss und pipapo. Und natürlich auch an den Verbesserungen, die wir bereits vorgenommen haben. Ich glaube, in Andalusien... Nee, da steht noch gar kein Dock. So, machen wir das hier mal zu. Machen wir kurz Pause. Spionageoffensive plus 10% oder 5 Prestige. Was bedeutet denn Spionageoffensive? Das habe ich noch nie so wirklich gemacht. Sie behaupten, über Möglichkeiten zu verfügen, denen sich kein anständiger Herrscher jemals bedienen würde. Ich mache das mal. Auch wenn ich ganz offen zugebe, dass ich noch nicht wirklich weiß, was das mit der Spionageoffensive zu tun hat. Wir können eine Militärtechnologie erforschen. Das ist sehr schön. Das machen wir auch gleich. Und da müssen wir auf jeden Fall hinrushen. Ich werde jetzt versuchen, dass wir so wenig administrative Macht wie möglich irgendwie ausgeben. Denn wir müssen da echt nachholen. Oh. Tanga, Tlinzi und Oran. Klemkin. Aber wir sind hier bald fertig mit dem Umswitchen. Von daher sollte das passen. So. Dann spulen wir mal ein bisschen schneller vor. Ich glaube, die Zeit können wir jetzt ein bisschen überspringen. Ich bin wirklich noch am... wundere mich echt noch, warum die Personalunion hier noch nicht stattgefunden hat. Das sollte eigentlich mal passieren. Aber irgendwie bisher nichts dergleichen. So. Ach, verdammte. Überseeeinnahmen werden dann weniger oder zwei Inflationen riskieren. Na. Zwei Inflationen möchte ich ganz gerne nicht riskieren. Ganz gerne und nicht. Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Ich bin überlegen, ob wir uns einen besseren Berater gönnen. Wir haben eine. Wir sind relativ stabil mit der Staatskasse momentan. Oder wir werden einfach nochmal ein bisschen... So, wir haben eine Kernprovinz erhalten. 200 administrative Macht. Sehr gut, sehr gut. Oran ist nun Teil unseres Besitzes. Spanien muss christlich sein. Sind wir doch eigentlich, oder? Keine Provinz in der Iberischen Halbinsel ist nicht im Besitz von Castile, ist in der Religionsgruppe christlich. Keine Provinz der Iberischen Halbinsel ist nicht im Besitz von Castile. Langt die Kontrolle über das Pontifikat, das wird relativ lange dauern. Barcelona sollen wir uns einverleiben. Das machen wir noch. Dann haben wir einen Kriegsgrund gegen Aragon. Das passt auch soweit. Aber an der Stelle werde ich dann mal den Part wieder unterbrechen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Euer Rio. Ciao.